Da haben die schon extra auf die Geräuschlosigkeit geachtet. Und dann so eine Scheiße. Das Wolfenstein-Logo ist übrigens in der unzensierten Version ein riesiges Hakenkreuz. So, jetzt bitte. Nein, jetzt ist er. Na, siehste, geht doch. Hier. Knopf. Mal aufladen, bitte. Nochmal aufladen, bitte. Müssen wir noch weiterlaufen mit Anzug? Müssen wir nicht langsam. Ah ja. Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie? Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Oha. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Verbrennungsroboter. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Auf jeden Fall. Oh, er schneidet sich die Nummer raus. Verständlich. Du musst aber tief schneiden. Tätowierung kriegst du nicht so leicht raus. Was ich bei der Szene. Gibt es einen Computer mit einer Verschlüsselungs-Entschlüsselungsdatenbank? Finde die Kommandozentrale. Geh dort an den Computer und drucke die Entschlüsselungscodes aus. Was bei der Szene im Lager vergessen habe zu sagen. Es lief natürlich absolut nicht so. Was zum Teufel? Laden und schießen! Uha! Müssen uns hier wieder durchkämpfen, na toll. Sehr schön, direkt vor der Heilung.
das, was hier als Konzentration, das wollte ich sagen, was hier als Konzentrationslager hergestellt wird, ist natürlich, ist nicht mal ein Bruchstück von dem, was da. Was die Realität darstellt. So. Und das kann, glaube ich, auch keiner. Ein Computer mit einer Verschlüsselungs-Entschlüsselungsdatenbank. Finde die Kommandozentrale. Geh dort an den Computer und drucke die Entschlüsselungscodes aus. Was in Realität war, das kann auch keiner. Das kann auch keiner darstellen. Das war. So viel Scheiße könnte man auch in einem Videospiel nicht. Nicht darstellen. Auch was die Nummern angeht, dass die wohnen da nicht. Die wohnen da nicht mit einer Maschine auf. Das ist. Das würde im besten Fall. Einen dreckigen Nadel drauf gehämmert. Ein ganz großes Pech hattest. Bis dann, hast du dann eine Wundentzündung gekriegt und. Mit dem Messer. Ich bin genial. Jawohl, Kommandant! Schicken sofort einen Trupp los! Ja, kommt her. Ich glaube, hier muss ich rein, oder? Sehr schön. Was der Eintrag. Das müssen wir uns dann irgendwann noch anhören. Das Tagebuch. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Hier gerade kein Angreifer. Ich sneak hier ein bisschen rum. Hier gibt's nichts. Das erinnert mich hier wieder an die Luna-Basis. Wie ist das Ding? Nautica hieß das, glaube ich. Scheiße. Aufladen. Sandt mich hier wieder stark in die Nautica. Der kam ja fast aus dem Nix. Okay, wo muss ich eigentlich hin?
Und ich kann nicht her, oder? Im Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Na toll. Wie wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Maschinensoldaten. Zugang zur Kommandozentrale. Muss diese Entschlüsselungscodes finden und dann weg von diesem öden Ort. Codes. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscode aus. Sie haben es geschafft, Lefkowitz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Blaus ist, ich muss natürlich wieder zurück. Er wird dich nach Berlin zurückbringen, wenn du gelandet bist. Notausgang. Genau das muss, das brauche ich. Sind wir auch schon mal lang. Sicherheitsverstoß Stufe 1. Ich hoffe, hier kommen wir relativ gut raus. Ich meine, die werden ihre eigenen Notausgänge schon kennen, aber... Wir sollten hier nicht zu lange bleiben. Okay, hier kommen wir durch. Alter. Geht's noch lauter? Wir müssen jetzt möglichst unbemerkt hier raus. Sicherheitsverstoß Stufe 1. Ja, das war blöd von mir. Ich bin dumm. Wie komme ich raus? Alter, ist das laut. Okay, ist das ein Raumfähre oder was? Weltraummusik. Oh.
Das war ja klar, dass das nicht gut läuft. Kommen wir hier raus. Ach so, nur das Gang. Ach du Scheiße, ich brauche mal Heilung. Dünnt. Nicht besonders viel, was ich hier noch kann. Das ist ein Heilungsdings. Nicht ein Heilungsdings, sondern ein Aufladdings. Ich habe auch denkt mal. Langsam wird es nämlich knapp. Machen wir hier nicht schon mal. Das ist eine andere Station. Wahrscheinlich eine andere Station. Oh, Heilung. Hier sind wir wieder. Heilung. Nein, nicht offen hier. So schnell raus hier. Bisschen Aufladung wäre nicht schlecht. Das Schiff nehmen. Wir einsteigen und zurück zur Erde. Das wäre doch schön. Ach Scheiße. Zwei von der Sorte. Bisschen Heilung wäre langsam nötig. Heilung. Ich muss doch irgendwie einsteigen können. Rein hier. Was? Wie? Was? Wie? Erstickt oder was? Sauerstoff alle. Gott. Manchmal sind die dämlich, die Level.
Bisschen Heilung hätte ich draußen noch mitnehmen können. Okay. Level beenden. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Eine große Sache ist, dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Kein Schritt weiter! Stehen geblieben! Und jetzt hier raus. Das war für mich eine blöde Idee. Oh Scheiße. Ich hab Fragen. Aha. Was? Oh Scheiße, Heilung. Da sind wir alle mit. Nice. Ich hatte gehofft, dass da Heilung ist. Wie wäre es mit Durchrennen? Können wir das mal wieder versuchen? Okay. Und hat der nicht eine Waffe? Okay, durchrennen ist vielleicht doch nicht so die beste Lösung. Vielleicht, wenn wir mal rennen würden. Das wäre vielleicht mal ein Anfang. Nein.
Das bringt diesmal nix. Ja. Dann. Reicht nicht mehr lange. Tja. 10 Schuss habe ich noch. Ja, nun ist hier keiner mehr. Tja, am Arsch. Tja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ohne Heilung. Schlägt Alarm. Ist irgendwo Heilung. Warum habe ich denn diese Waffe wieder ausgerüstet? Ich bin doch blöd. Ach, keine Munition mehr. Ja, das ist schlecht. Doch hier bei die Munition aus. Das hat weh getan. Scheiße. Ich wechsle die Position. Das war ein Fehler. Wechsel Position. Der Taktiker. Ich hier der Sneaker. Ach du Scheiße. Hier Klaus Kreuz. Nähere mich den Parkplätzen am Nautica. Roger? Ist hier noch jemand? Hier ist Berlin. Bitte beeilen Sie sich. Das Auge von London ist betriebsbereit und... Oh Gott! Sie versuchen durch die Tür zu kommen! Caroline, hier lang! Okay, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Haltet durch, hallo. Ich komme nach Hause. Ich hole meine Munition. Heilung brauche ich auch irgendwie, bevor wir weitergehen. Irgendwo Heilung. Ich glaube, hier ist niemand, hier mal weggeballert. Am Heilung brauchen wir dringend. Ich sag nicht, hier ist nur zur Heilung. Warte, ich geh nochmal hier rein. Niemand hier. Erzähl mir doch nicht, dass es hier keine Heilung gibt.